Herzlich willkommen in Finchis Welt zu einem neuen Snackcheck. Der gute Weidemann vom Kanal Schroff gezockt, den es übrigens in der Videobeschreibung gibt, wie immer, kennt er ja schon, der hat mir was geschickt zum Versnackchecken. Und er hat extra vorher gesagt, er hat es auch auf die Tüte hier geschrieben, na, wie man hier sehen kann, hat er drauf geschrieben, Unboxing, weil er hat mir extra vorher gesagt, er möchte, dass ich das auspacke im Video und nicht vorher, dass ich halt, meine Reaktion, dass man meine Reaktion darauf sehen kann, dass ich, auf jeden Fall mache ich das jetzt. Ich komme seiner Forderung natürlich gerne nach und ich würde sagen, wir packen das ganze Ding mal aus. Er meinte, das ist eigentlich ganz okay, diese Süßigkeit, die er mir da geschickt hat, so viel weiß ich schon, aber es sieht halt merkwürdig aus. Er hat erstmal hier einen Brief dazu. Ich hoffe, ich lese einfach mal vor, ich gucke mal, was da drin steht. Hey Finchi, diesen Snack musste ich einfach für dich kaufen. Nichts zu danken und wohlbekommst. Weidemann von Schroff gezockt. Hat er mir hier schön handschriftlich, ist ja auch mal was Seltenes, ist ja immer schön. Ich freue mich immer, wenn ich so handschriftliche Sachen bekomme, finde ich immer cool. Und jetzt kommt das, Achtung, ich gucke mal rein. Was zum Teufel ist das denn? Okay. Achtung. Das ist ein scheiß Klo. Okay. Das ist geil. Guckt mal. Das ist ein Klo. Mit einem Lutscher als Klobürste sozusagen. Sour Potty Extreme Blue Raspberry. Das ist das ganze Ding. Geile Scheiße. Ich hatte jetzt mit allem gerechnet, mit irgendwas Widerlichem, mit irgendwas, was total skurril, aber ich meine, okay, ein bisschen skurril ist es ja schon, aber mit was Widerlichem habe ich eigentlich gerechnet. Wir machen den Scheiß mal auf, ich pack's mal auseinander und dann gucken wir mal, was das ist. Das ist mit Sicherheit open. Ja, wo denn? Ach Mann, du kannst mir ja gerne mal, Weidemann, du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wo du das her hast. Denn ich habe sowas noch nie gesehen, bei uns hier. Ja, krasser Mist. Ich bin mal gespannt. Open steht da vorne dran. Komme ich da? Kriege ich das so hin? Okay, open. Okay. Ah, ich verstehe. Es ist ja hier keine Bedienungsanleitung in dem Sinne bei. Ich gehe einfach mal... Das ist so Pulver. Das ist nochmal mit so einer Folie überzogen. Das ist doch nicht normal. Ein verdammtes Klo. Das kann man hier auch so reinklicken. Dann kann man das aufmachen. Was? Wie skurril ist das denn? Okay. Ich gehe davon aus, dass man den Lutscher hinten rausnehmen muss. Dass man den jetzt lutscht und dann immer schön durch dieses saure Zeug hier rein friemelt. Ich würde sagen, ich mache den Lutscher mal auf. Es klebt alles ein bisschen. Macht aber nichts. Ich mag so ein Schweinkram. Das war alles? Ja, das war alles. Das war alles? Das war wirklich alles? Wer das Zitat kennt, aus welchem Film das stammt, der darf mir das gerne in die Kommentare schreiben. Das war wirklich alles. Es klebt, weil die volle Suppe klebt ist. Okay, das ist der Lutscher. Den probieren wir zuerst mal. Okay. Ja. Blue Raspberry halt. Aber jetzt kommt... Ich mach den Deckel. Ich mach den Deckel vom Klo mal ab. Dann komme ich da besser dran. Ja. Und jetzt, Achtung... Ich hoffe, ich soll mir den Laptop jetzt nicht voll, der steht hier drunter. Ich habe den Lutscher gleich schon auf und lässt das Ding noch zu. Verdammt, das musst du. Ja. Wir kommen der Sache näher. Und wehe, das ist jetzt nicht voll sauer. Durch. Oh Gott. Sagte ich gerade, hoffentlich erwische ich den Laptop nicht. So, Achtung. Puh.
voll harmlos. Ich dachte, das wäre jetzt voll sauer. Mann, ich bin ein wenig enttäuscht. Ich drehe eine Klobürste in einem Klo. Und lecke die Klobürste ab. Ich probiere das Zeug mal so. Jetzt war es ein bisschen sauer. Okay, voll die blaue Zunge. Ich muss ein Thumbnail machen. Gut, gutes Thumbnail. Gott, was zum Teufel ist das? Das ist so ein Pulver. Naja. Aber sauer ist es jetzt gar nicht. Schade. Das wäre nämlich noch richtig cool gewesen, wenn der Lutscher jetzt so ein bisschen normal wäre. Süß und das hier wäre mega sauer. Hätten sie was Cooles draus machen können. Aber trotzdem, allein schon dafür, dass es ein Klo ist, ein Klo mit Pulver drin, ist schon eine coole Idee, muss ich ja schon sagen. Ich meine, du hättest mir auch geschrieben, wo du das her hast. Hast du nicht gesagt, aus einem türkischen Laden, aus einem türkischen Geschäft, dass du das da irgendwie her hattest? Irgendwie sowas. Voll Banane. Nur, wenn man so ein bisschen einzeln ableckt, dann YouTuber leckt an Toilette. Ja. Okay. Schreibt mir in die Kommentare, kennt ihr das? Ich mag ja so sauren Scheiß. Und dieses Ding hier. Ich werde mal sehen, ob ich mir in meiner Garage ein schönes Plätzchen für das Klo von Weidemann finde. Schreibt mir in die Kommentare, kennt ihr das Zeug? Mögt ihr saure Sachen? Habe ich ja schon mal gefragt, glaube ich, ne? Ich mag's. Würde sagen, als Gag mal ganz lustig, muss man aber jetzt nicht unbedingt essen. Also, oder halt lutschen. So lecker ist es jetzt nicht. Aber als Gag mit dem Klo, mit diesem Zeug da drin, ist es schon ganz cool eigentlich. Damit würde ich sagen, bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Danke an dich, Weidemann, dass du mir das geschickt hast. Großartige Sache. Ich hoffe, deine CDs kommen bald an. Bis zum nächsten Mal.